Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu Outriders. Wir müssen immer noch Zahedi retten. Ich denke doch mal, in der Folge müssten wir es dann bald geschafft haben, denn die Mission geht schon relativ lange. Was ist das? Ich sehe den Funkturm. Keine Spur von Zahedi. Sie halten ihn vermutlich in einem der Gebäude beim Turm fest. Den ganzen Rebellen nachzuschließen, die in deine Richtung kommen, wissen sie, dass wir hier sind. Na, das klingt doch gut. Da habe ich doch gleich viel mehr Lust, hier reinzugehen. Ich noch mal kurz schauen. Ich habe immer Angst, dass ich so viele Truhen übersehe. Wir vielleicht schon viel besseren Loot haben könnten. Aber so viel versteckte Truhen haben wir noch nicht gefunden. Das meiste lag eigentlich immer sehr offensichtlich da. Möchte halt auch keine Zeit ver... Ah, ja, danke Spiel. Wollte gerade sagen, möchte auch keine Zeit vertrödeln. Aber die ist leider ein bisschen schlechter. Wir gucken mal, vielleicht hat die ja... Welche war denn das jetzt? Die hier? Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ein kritischer Treffer erzielt wird um 15%. Hat zwar ein bisschen weniger Schaden, aber dafür ist sie blau, also sie hat eine Spezialfähigkeit und das würde ich doch mal ausprobieren. Das ist eine Maschinenpistole. Heißt, die Reichweite wird nicht mega geil sein, aber dafür haben wir natürlich unser Scharfschützengewehr noch am Start. Also lohnt sich es doch immer mal rumzuschauen. Wollte gerade sagen, ich möchte nicht so viel Zeit verdrödeln. Verdammt still hier. Weil wir halt bisher noch nicht wirklich viel gefunden haben, aber jetzt, genau in dem Moment hat sich das Spiel gedacht. Jetzt geben wir ihm eine Truhe. Oh shit, oh shit, oh shit. Aber ja, die ballert rein, aber das Visier wird immer größer. Das heißt, die wird immer ungenauer, desto länger wir auf Feuern bleiben. Aber 15% erhöhte kritische Trefferquote ist natürlich... ziemlich, ziemlich geil, ne? 34 Schaden. Ach, wieder so ein starker Typ. Dann würde ich erstmal die anderen holen. Hä? Was ist denn das? Haben die jetzt gerade so eine Schutzblase um sich rum? Ich glaube, der möchte ein paar ins Gesicht. Hat er mir gerade so indirekt mitgeteilt. Aber ja, die fetzt schon die Waffe. Ich glaube, die behalten wir erstmal. Aber wir müssen trotzdem gucken. Wir haben gleich keine Deckung mehr. Der Typ pfeffert halt doch schon gut Schaden rein. Wir müssen hier wirklich alles losballern, was wir an Fähigkeiten haben. Oh. Aber er ist markiert, das heißt, wir kriegen Leben. Aber irgendwie gerade nicht. Entweder kriegen wir das wirklich nur durch die Fähigkeit. Scheiße. Los, jetzt stirb doch mal. So ganz verstanden habe ich es noch nicht. Also durch die Fähigkeiten kriegen wir auf jeden Fall wieder Leben. Aber ich dachte eigentlich, dass wir das auch bekommen, sobald die markiert sind. Und das ist ja das grüne Symbol, was er gerade über sich hatte. Bei seiner Lebensleiste. Aber da habe ich gerade keine Heilung gesehen, als ich ihn abgeballert habe. Ach, ein Stückchen zu hoch. Wer hat noch nicht? Wer will nochmal? Ich glaube, du da hinten. Einer von beiden. Wer will zuerst? Lasst euch die freie Wahl. Du da drüben, okay. Oh, doch noch einer. Huch. Einer muss noch leben.
haben, werden wir es ihm gleich geben. Und wieder eine Truhe. Danke, liebes Spiel. Eine Hose, die besser ist. Und noch ein bisschen Schrott. Naja, wenn der gerade keinen Stress macht, können wir ja erstmal in Ruhe ausrüsten. Die Pumpgun sieht auch ziemlich cool aus. Aber mir ist das Scharfschützengewehr aktuell doch ein bisschen lieber. Da hinten ist noch Muni. Ach hier, zwei sogar. Kamt ihr denn jetzt her? Drei sogar. Guck mal, die warten in der Warteschlange, dass sie alle von mir einen ins Gesicht kriegen. Ich glaube, es backt gerade. Aber das ist ja nicht meine Schuld, also können wir das auch ausnutzen. Können eigentlich auch mit der Maschinenpistole drauf feuern. Machen wir auch. Und wir haben es. Sehr gut, Stufe 7 erreicht. Hier hinten brennt es noch, also holen wir uns erstmal schnell die Munition. Und wir gucken doch nochmal eben hier rein, denn wir haben wieder einen neuen Klassenpunkt bekommen. Was haben wir hier unten? Lebenspunkte um 10%. Ich glaube fast, das wird's. Reduziert die Abklingzeit von Bewegungsunfähigkeitsdingern um 15, erhöht Lebensentzug durch Waffen um 5. Ist auch geil, aber wir haben zurzeit echt teilweise Probleme gehabt mit Leben. Deswegen würde ich mich dann erstmal dafür entscheiden. Achso, wir sind voll. Alles klar. War schön, wie sie jetzt hier alle gewartet haben, dass sie von uns abgeschossen werden. Zack! Es bringt um! Ganz ruhig. Kein Schritt mehr! Ich schwör's! Ich steche ihn ab! Zurück! Vielen lieben Dank. Dieser Mann wird verbluten. Wer bist du? Shira Goodman wollte, dass ich dich finde. Vielleicht interessiert dich das hier. Eine Frequenz. Was zum... Woher hast du... Wo... Jane! Du bist verletzt. Ist nicht schlimm. Sag mir, dass der Koffer sicher ist. Der Truck ist weg. Verdammte Scheiße. Halt! Nein, nein, nein! Warte, warte! Hör zu! Hör zu! Hey, hör zu! Vielleicht kann ich die Blutung stillen, wenn du mir sagst, wohin ihr meinen Truck gebracht habt. Ich werde dich retten. Wirklich? Ja. Altstadt überfloss. Okay, Doc, zur Seite. Warte, nein, nein, nein. Ich habe ihm mein Wort gegeben. Ich lass ihn nicht am Leben. Er weiß zu viel. Nein, er muss nicht sterben. Wir haben doch, was wir wollen. Jane! Nein! Oh Gott! Oh Gott! Scheiße. Hilf ihr hoch. Ich bringe euch zu meinem Truck. Nein. Du musst Docs Truck finden. Das ist wichtiger als ich. Sehr viel wichtiger. Da ist ein Koffer unter dem Öltank. Bring ihn her, ja? Weil er es wieder zu gut gemeint hat. Halt durch, Nein. Jane, halt durch. Bleib bei mir, okay, Jane? Bleib bei mir. Verdammt. Los, Outrider, beeil dich. Ja, ich möchte mich erstmal in Ruhe umschauen. Beruhige dich. Sieht eh nicht so gut aus, als... Das sieht eh nicht danach aus, dass sie es schaffen wird. Na gut, wir sollen zu irgendeinem Truck und dort einen Koffer holen. Und das Ganze hat was mit der Frequenz zu tun, die wir auf der... Das ist der schnellste Weg zum Fluss. Der Truck sollte auf der anderen Seite sein. Jane, nein, halt durch! Mit der Frequenz, die wir auf der Hand stehen haben, wollte ich sagen. Ich hab doch gedrückt. Achso, lädt. Entschuldigung. Ja, warum er es so gut meint mit dem, ne? Hätte nicht passieren müssen gerade. Ich meine, wir ballern hier 1 Million von denen weg und der eine dann wegen einer Information hat es verdient weiterzuleben. Macht keinen Sinn, aber er hat halt ein gutes Herz. Hoffentlich überlebt es die gute Jane. Was zum? Na, guten Tag. Jakob, ich glaube, ich habe ein paar dieser mutierten Hackfressen gefunden. Hier, das ist das wahre Gesicht des Planeten. Der Krieg ist nur Kinderkram. Das heißt, jetzt kommt der Kampf gegen Kreaturen. Sehr gut. Die haben zumindest meistens keine Waffen. Das bedeutet... Haben die uns schon gemerkt? Nee. Auf der Map stand schon was.
Das bedeutet, ich würde wohl mal eine Pumpgun ausrüsten. Weil die ja dann meistens doch eher in großer Masse auf den Nahkampf kommen. Sag ich doch. Komm, wir probieren die mal aus. Oh, geil. Bam. Ja, Mist, wir müssen nachladen. Aber es geht relativ schnell. Wo kamst du denn her? Ja, die Maschinenpistole fetzt. Ist halt nicht so für größere Entfernungen gedacht, aber ansonsten würde ich die jetzt erstmal behalten, bis die nächstbessere Waffe unser eigen ist. Ey! Also gerade hier gegen die Viecher, da möchte ich gar nicht meine Spezialfähigkeiten benutzen. Wo es vielleicht schlau wäre, wenn wir nicht so viel Muni verballern. Ah, die lassen ja auch alle wieder welche fallen. Das war's schon. Lasst uns nochmal eben hier hochschauen. Ob sich hier vielleicht noch was Schönes für uns verbirgt. Aber sieht nicht so aus. Ich würde gerade sagen, auf der Map waren die schon direkt auf mir. Ja, war ein bisschen doof gegen den einen, gebe ich zu. Hätte man warten müssen, bis mehrere kommen. Also, sie sind etwas hinterlistig. Da kommen doch schon wieder die nächsten. Jeder hat das überlebt. Jetzt aber, bam. Aber das sind schöne Gegner. Die sind schnell weg. Man kann einfach blind drauf losballern. Ist mal eine schöne Abwechslung im Vergleich zu den ganzen Grenadieren, Rebellen und was auch immer. Ui, das war glaube ich so nicht gedacht vom Spiel. Die backen dann einfach hier hoch. Na, sinnlos. Schnell. Da oben kommen doch schon wieder die nächsten. Ich habe euch doch gesehen. Komm, wir nehmen mal wieder die Pumpgun. Ach, irgendwie läuft's gerade mit der Pumpgun nicht. Ghost, ein Gewehr. Gucken wir uns dann mal an, wenn mal ein bisschen Ruhe ist. Und damit war es auch schon erledigt. Ja, die machen wirklich Spaß. Gern mehr davon. Und wieder eine bessere Jacke. Gut, ein Punkt plus mehr. Und was haben wir hier? Gewehrstandard. 223 ist natürlich schon ziemlich geil, aber ist halt grün. Wenn wir schon die ersten blauen Objekte haben mit Spezialfähigkeiten, dann werden wir die auch nutzen. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Wir laufen nochmal schnell hier rüber. Ein Sammelobjekt. Neue Auszeichnungsstufe. Belohnung. Banneranpassung möglich. Banneranpassung. Nicht möglich. Ungewöhnlich. Entschuldigung. Okay. Es gibt noch mehr. Banneranpassung, Banneranpassung und ein neues Emote. Hätten wir vielleicht mal eher abholen sollen. Entschuldigung. Wollte aber eigentlich gar nicht hier rein, sondern es gab doch gerade einen Tagebucheintrag. Gott, ich glaube, ich habe schon wieder etliche davon nicht gelesen. Kommen wir nochmal da rein? Tagebuchnotiz freigeschaltet.
Oh, wie immer, einfach pausieren und lesen. Ah, die Texte sind halt doch immer ein bisschen dolle lang. Also ich finde es zwar cool, wenn die Entwickler sich da Gedanken machen und auch viel so Nebeninfos reinpacken, aber wenn es dann so viel ist, dass ich erstmal so gefühlt alle 5 Spielminuten 2 Minuten lesen muss, ist mir dann zu viel. Aber ich zeig's euch, sobald ich dran denke, wenn ich mal was übersehe, dann war das natürlich Absicht. Wir sind gleich beim Lager. Verstanden. Wie geht's Jane? Mehr tot als lebendig. Ich tue, was ich kann, aber sie wird's schaffen. Sie muss. Na, hoffentlich. Kleines Blutbad. Hier hat schon irgendjemand gegen die Mutanten gekämpft. Das heißt, es werden wahrscheinlich keine Mutanten als Gegner kommen. Doch. Was haben wir da? Einen giftigen Perforo. Oh, der hält eine Menge aus. Wir machen irgendwie nicht so viel Schaden. Ist das die Entfernung, die gerade so wenig Schaden macht, oder? Ja. Gut, also auf Entfernung ist das Ding absoluter Müll. Ist ja auch klar, ist eine Maschinenpistole. Zwei, drei Gegner sehe ich noch oben auf der Map. Und flutsch, da war er weg. Ne, es sind immer noch Gegner. Wir gehen stark auf Weltstufe 5 zu. Ah, es wird aber auch nicht weniger hier, ne? Aber ich bin doch sehr froh über die Maschinenpistole, gerade bei den Gegnern hier. Ist das geiler als ein Sturmgewehr. Einer dabei, der ein bisschen mehr aushält. Oder ich habe ihn nicht richtig getroffen. Ne, ich habe ihn bloß nicht richtig getroffen, alles klar. Bessere Stiefel, sehr schön. Ja, ich muss wirklich warten, bis die näher dran sind, sonst ist das nur Munitionsverschwendung. Aber jetzt sieht es erstmal ruhig aus. Auf der Karte und auch die Musik beruhigt sich langsam. Sah gerade aus, als wäre da was drin gewesen. Ist aber nicht der Fall. Die Vögel zwitschern. Sind zumindest keine mutierten Vögel. Alter. Ich habe gerade nur gehört, wie es auf einmal hier durchs Wasser rennt und dachte mir, was ist los? Kommt denn hier alle her und was habe ich euch getan? Bam. Oh, Endgegner. Und ich glaube, wenn wir Pech haben, haben wir keine Munition mehr in der anderen. Yep. Hat mich gerade nämlich schon gefragt, warum der die Waffe gewechselt hat. Na, das macht doch super Spaß. Gegen einen Boss. Nur mit einer Pumpgun zu kämpfen, die übrigens auch nur noch 21 Schuss hat. Mist, wir brauchen Munition. Durch Heilung wird der Gift. Okay, wir haben Gift. Müssen uns heilen. Ach, das ist echt Mist.
Kann halt wirklich nur mit den Spezialfähigkeiten hier. Okay, der hat... Oh Gott, aua. Aber das war's schon, okay. Dann möchte ich mich gar nicht beschweren. Und Weltstufe 5. Aber so ein bisschen Munition wäre halt doch sehr, sehr schön gerade. Stufe 8 haben wir auch erreicht. Wir haben wieder einen Klassenpunkt. Also werden wir den natürlich auch verbrauchen. Erhöht Lebensentzug durch Waffen um 5%. Finde ich schon ganz cool. Anomaliekraft, ich würde das erstmal so ein bisschen beiseite lassen. Ich finde, die Fähigkeiten sind bisher doch relativ stark. Ich glaube, wir machen mal das hier. Alles, was Leben bringt, würde ich aktuell ganz gerne ausrüsten. Weil der Waffenschaden, den wir machen, ist okay. Fähigkeitsschaden ist okay. Das Einzige, mit dem wir halt aktuell zu kämpfen haben, ist halt immer mal unser Lebensbalken. Und dann haben wir es hier auch schon wieder geschafft an der Stelle für die Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. 17 Uhr geht es dann wie gewohnt weiter und wir schauen mal, dass wir den Koffer finden. Bis dahin, macht's gut.